Vor ein paar Wochen ist eine unsichtbare Kuppel auf Chester's Mill herabgestürzt. Seitdem sind wir von der Außenwelt abgeschnitten. Niemand weiß, warum die Kuppel da ist und welche Katastrophen sie noch für uns bereithält. Jeden Tag testet sie unsere Grenzen und bringt dabei das Beste und das Schlechteste in uns zum Vorschein. Manche sagen, wir werden für immer hier gefangen sein, aber wir werden nicht aufhören zu kämpfen, um einen Weg zu finden, hier rauszukommen. Ich empfange E-Mails. Das Signal wird stärker. Es kommt genau von hier. James, mittlerweile weißt du, dass ich noch am Leben bin. Rede mit Lyle. Nein, 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 komm schon, komm schon. Sie wäre fast ertrunken. Sie war plötzlich da. Keine Ahnung, wo sie hergekommen ist. Vor 25 Jahren hast du mir versprochen, dass das, was wir begraben haben, auch begraben bleibt. Anscheinend hat Angie den Täter noch gekratzt. Das ist der Abdruck einer Hand. Einer großen Hand. Einer Männerhand. Sommer 88. Lyle, Sam und Pauline. Was? Was ist denn? Das bin ich. Irgendwann haben wir für alle nicht mehr genug Nahrung. Es wird vielleicht erforderlich sein, die Herde auszudünnen. Sie analysieren diese Daten, um herauszufinden, wen sie töten oder am Leben lassen.